Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann hier und heute mit Fug und Recht, Frau Kollegin Niewitsch-Lennert, sagen, was lange währt, wird endlich gut. Nachdem im bisherigen parlamentarischen Verfahren im Bundestag der Gesetzesentwurf zur sogenannten StPO-Reform und zum sogenannten Artikelgesetz zusammengeführt wurden, stehen wir nun endlich kurz vor dem Zieldurchlauf. Wie im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart, wird das Strafverfahren unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher ausgestaltet. Und einige Vorhaben, meine Damen und Herren, werden verwirklicht, die im Ergebnis einer verbesserten Strafverfolgung dienen sollen. Ich möchte hier nur einige wenige aus Sicht Bayerns besonders wichtige Punkte herausgreifen. Am 10. März, meine Damen und Herren, habe ich in diesem Hohen Haus den Entschließungsantrag Bayerns für eine schlagkräftige Strafverfolgung von Terrorismus, Extremismus, Wohnungseinbruch und Cybercrime vorgestellt. Ich habe damals insbesondere darauf hingewiesen, dass angesichts der Herausforderungen der Zeit und angesichts eines geänderten Kommunikationsverhaltens der Gesellschaft eine Ertüchtigung der strafprozessualen Befugnisse dringend erforderlich ist, damit die Strafverfolgungsbehörden nicht hinterherhinken, sondern den Tätern auf Augenhöhe begegnen können. Dieser Entschließungsantrag fand hier im Bundesrat damals keine Mehrheit. Umso erfreulicher ist es deshalb, dass sich nun zwei zentrale und für die Praxis der Strafverfolgung eminent wichtige Forderungen, die wir damals hier diskutiert haben, aus dem damaligen Bayerischen Entschließungsantrag ebenfalls auf der Zielgeraden befinden. Die Schaffung der Rechtsgrundlage für die sogenannte Quellen-TKÜ und für die Online-Durchsuchung. Eine Rechtsgrundlage für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung ist nicht nur im Koalitionsvertrag für die aktuelle Legislaturperiode politisch vereinbart, sondern sowohl von der StPO-Expertenkommission als auch von den Landesjustizministern, Frau Kollegin Niewitsch-Lennert, im Rahmen der Justizministerkonferenz am 1.2. Juni 2016 einstimmig befürwortet worden, sondern sie ist vor allem von unserer Strafverfolgungspraxis als dringend erforderlich bezeichnet worden. Ich habe stets betont, es kann nicht sein, dass wir unsere Ermittlungsbehörden de facto blind und taub lassen, wenn sich Straftäter über verschlüsselte, aber mittlerweile völlig alltägliche Kommunikationswege wie WhatsApp oder Skype unterhalten. Gerade bei der Bekämpfung von Terrorismus und schwersten Straftaten müssen wir mit den Tätern Schritt halten. Strafverfolgung im 21. Jahrhundert funktioniert nur, wenn unsere Strafverfolgungsbehörden auch mit den Ermittlungsinstrumenten des 21. Jahrhunderts ausgestattet sind. Vor diesem Hintergrund begrüße ich nicht nur die Regelung zur Quellen-TKÜ, sondern ausdrücklich auch, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sich angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft auch des Themas Online-Durchsuchung angenommen hat. Weil wir einerseits im Polizeirecht und teilweise in Regelungen des Verfassungsschutzgesetzes der Länder entsprechende Befugnisse haben, dort gewonnene Erkenntnisse, meine Damen und Herren, bisher wegen der Regelung in § 161 Absatz 2 StPO nicht in einem Strafverfahren verwerten können, ist es nur folgerichtig, jedenfalls bei besonders schweren Straftaten auch den Strafverfolgungsbehörden eine entsprechende Befugnis an die Hand zu geben. Natürlich galt es, meine Damen und Herren, die vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 27. Februar 2008 und in der Entscheidung vom 20. April 2016 aufgezeigten strengen, auch verfassungsrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Aber genau dies tut der vorliegende Entwurf. Letztlich werden wir nun bei der Online-Durchsuchung dieselben hohen Hürden haben, wie bisher schon für die akustische Wohnraumüberwachung gelten. Aber auch bezogen auf das gesamte Gesetzespaket überwiegen die Vorteile aus meiner Sicht mittlerweile deutlich, dessen Nachteile. Neben zahlreichen punktuellen Verbesserungen für die Strafrechtspflege ist es nicht zuletzt gelungen, beispielsweise mit der Ausweitung des Fahrverbots, der Streichung des Richtervorbehalts bei der Blutentnahme, der Verwertbarkeit von DNA-Beinahe-Treffern sowie der Erscheinungspflicht von Zeugen vor der Polizei diverse Forderungen umzusetzen,
die von Bayern und anderen Ländern teilweise bereits seit vielen Jahren erhoben wurden. Aus meiner Sicht völlig verfehlte, kontraproduktive Regelungsvorschläge wie die Pflicht, den Beschuldigten vor Auswahl eines Sachverständigen anzuhören, das Antragsrecht des Beschuldigten auf Bestellung eines Pflichtverteidigers oder die Abschaffung der Möglichkeit, Anbahnungsgespräche mit inhaftierten Beschuldigten zu überwachen, wurden ersatzlos gestrichen. Aus meiner Sicht fragwürdige Vorschläge wie die zum Opening Statement des Verteidigers, dem sogenannten Termin vor dem Termin oder zur audiovisuellen Dokumentation von Vernehmungen wurden im Kompromissweg auf ein noch vertretbares Maß zurückgeführt. Insgesamt haben wir ein ausgewogenes Gesamtpaket. Insbesondere der letztgenannte Themenkomplex erfuhr im parlamentarischen Verfahren dabei noch eine wichtige weitere Einschränkung. Meine Damen und Herren, wir stimmen damit heute über ein Gesetz ab, das nach meiner Überzeugung per Saldo seinen Namen verdient, über ein Gesetz zur effektiveren und praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens. Ich plädiere dafür, den Vermittlungsausschuss hier deshalb ausdrücklich nicht anzurufen. Vielen Dank. Besten Dank.